Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Regler-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man den Regler wieder zusammenbaut. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, das ist heute das erste Video mit einem Intro. Das habe ich eben einfach mal aus Spaß erstellt und haut doch einfach mal in die Kommentare, ob es euch gefällt oder nicht. Darüber würde ich mich echt freuen. Als erstes packen wir mal den Dichtsatz aus. Hier drauf aufpassen, dass ihr die Dichtung nicht gerade mit durchschneidet mit der Schere. Man mag vielleicht im ersten Moment drüber lachen, aber das ist garantiert schon vielen Leuten passiert. Als erstes schnappe ich mir mal den kleinen Bolzen, der den Regelhebel hält, mache den sauber und baue ihn wieder ein. Jetzt kann man auch schon mit ein bisschen Friemelarbeit den Regelhebel wieder unten in seine Führung reinsetzen. Dafür holt ihr den am besten leicht seitlich verdreht und führt ihn dann so von hinten ein, wie ich es jetzt mache. Geht wirklich am einfachsten. So, da braucht ihr auch noch nichts festzumachen, sondern einfach nur reinlegen, weil das Teil muss als erstes rein, bevor irgendwas anderes rein kann. Das ist, ja, dadurch, dass man den so leicht verdreht reinsetzen muss, kriegt man den später, wenn was anderes drin ist, nicht mehr rein. Als nächstes entfette ich das Gehäuse komplett, weil die Büchsen, die vorher drin waren, die wurden schon mit dem Körnerschlag reingetrieben und auch noch verklebt. Da mache ich jetzt neue Büchsen rein. Ich weiß nicht, ob man das hier im Video gut sieht. Also Körnerschlag und so. Und die kaputte, also die Einfugung, wie auch immer man das nennt, von der Büchse mit dem Körnerschlag. Ich werde die später einkleben, deswegen habe ich alles entfettet. Hier schlage ich gerade die Dichthülse auf eine der beiden Führungshülsen vom Schwenkhebel. Das ist eine Kunst für sich, weil die Dinger reinzutreiben, ohne dass man sie oben drauf breit klopft, ist schon ziemlich schwer. Ich benutze eigentlich ganz gerne den Fäustling. Ich weiß nicht, also ich kriege die so am besten gerade drauf und schlage sie dann mit dem kleinen Hammer bei, bis sie gerade drauf sitzt. Zum Aufziehen von den O-Ringen auf die Führungshülsen vom Schwenkhebel benutze ich jetzt Werkzeug vom CAV-Pumpen. Das ist extra Werkzeug von denen, dass man O-Ringe auf bestimmt große Teile draufziehen kann, ohne dass man sie irgendwie beschädigt, weil jetzt zum Beispiel hat die Führungshülse vom Schwenkhebel vorne einen zweiten Absatz mit einem relativ scharfen Grat dran und damit kann man einfach verhindern, dass man den O-Ring irgendwie beschädigt. Normalerweise sollte man O-Ringe immer gefettet irgendwo eintreiben, dass man sie nicht abschert, aber in dem Moment hier, wo ich ja die Hülsen einkleben will, muss ich die trocken machen. So, jetzt mache ich noch den Schwenkhebel einmal sauber, dass er innen drin nichts dreckig macht oder damit auch keine Teilchen drin sind, die irgendwie anfangen zu reiben und die Lagerung beschädigen. Und dann mache ich den auch trocken zum Montieren. So, der Schwenkhebel wird jetzt als erstes reingelegt. Das ist ziemlich einfach. Und jetzt kann man schon die Hülsen draufschieben. So, hier an dem Moment muss ich mal einen Andreas grüßen. Mit der Hülse, die schief ist, wie man sieht, habe ich seinen Bremssattel von seiner Yamaha RD50M aufgepresst. Der war so zugerostet, dass ich mit über 7 Tonnen drücken musste und das erste, was nachgab, war diese Hülse. Die ist zwar ein bisschen schief, aber man kann sie immer noch benutzen. Ich benutze hier jetzt zum Beispiel für die Führungshülse schon mal ein bisschen reinzuklopfen, soweit, dass der O-Ring sitzt. Jetzt mache ich wieder alles sauber und trocken. Und dann
benutze ich einen 2-Komponenten-Kleber, um die Hülse innen drin zu verkleben. Man sieht im Hintergrund den Heißluftföhn stehen. Ich habe vorher das ganze Gehäuse und die Hülse und alles warm gemacht, auf 90 Grad, damit der Kleber besser reinfließt. Also der wird dann wirklich dünnflüssig und zieht sich selbst bei. Dann kann man die Hülse schon ein bisschen weiter reinschlagen. Und kurz bevor sie aufsetzt, trage ich dann gleich nochmal eine kleine Schicht Kleber auf, damit auch der letzte Rest ausgefüllt ist. Die Hülse, die geht nie wieder von selbst raus. So, jetzt kann man die Hülse auch schon komplett reinklopfen. Als nächstes wische ich den überflüssigen Kleber ab. Dadurch, dass alles ziemlich warm ist, durchs Föhnen, ist der sehr flüssig und den kann man eigentlich abwischen wie Wasser. Da bleiben auch keine Rückstände übrig. Jetzt fehlt nur noch die Sicherungsscheibe auf der Innenseite von der Hülse, die verhindert, dass die Hülse wieder rausrutscht. Die schlage ich immer mit der Hammerspitze ein bisschen vor und hole mir dann einen Dorn und schlage sie komplett drauf. Es kann euch passieren, dass die Sicherungsscheibe nicht richtig sitzt, also dass sie sich drehen lässt oder so. Ich hole die dann immer, stelle sie einmal senkrecht auf den Schraubstock und klopfe zweimal von oben drauf, dass sie quasi ein bisschen enger zusammenkommt und schlage sie dann wieder ein. Einfach nur der Festigkeit und Sicherheit wegen. Nun kann auch schon wieder der Spannhebel eingesetzt werden. Der kommt einfach so mit so einer kleinen Drehung nach unten rein. Die Regelfeder nicht vergessen. Einmal einhaken. Dann merken, dass man die Feder nicht auf den Spannhebel kriegt, wenn er schon drin liegt. Den Spannhebel wieder rausholen. Die Feder einhängen und dann den Spannhebel unter den Führungshebel schieben. So, jetzt liegt schon alles drin. Jetzt zeige ich euch noch eine kleine Technik von mir. Ich benutze einen Dorn als Führungsstab, um damit leichter den Bolzen oben durchschieben zu können. Ihr seht, mit ein bisschen Wackelei geht der Bolzen ganz einfach rein. Wenn ihr so versucht, den Bolzen durchzuschieben, dann ist das immer eine Riesenfuddelei. Also einfach von der anderen Seite irgendwas durchschieben und dann quasi mit dem Bolzen, den Schraubenzieher, Dorn, was auch immer ihr benutzt habt, wieder rausschieben. Jetzt fehlen nur noch die Fixierhülsen vom oberen Bolzen. Die schlägt man einfach mit dem Dorn ein. Gehäusebündig, also einfach so weit rein, bis sie bündig sind mit dem Gehäuse. So, das war's dann auch. Der Regler ist zusammen. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Startfeder. Aber die hänge ich später ein. Also, das mache ich immer erst ganz zum Schluss. Die ist noch dreckig, die ist noch nicht geputzt. Wie gesagt, putzen ist immer das halbe Leben. Immer wichtig. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Like und ein Abo da. Fragen oder Anregungen natürlich immer gerne in die Kommentare. Und noch vielen Dank an Wilfried für das Weiterempfehlen meines Kanals. Ich bin immer noch überwältigt, also das... Wahnsinn. Schaut doch mal beim Wilfried vorbei. Der hat auch super coole Videos, ist vor allem für Deutz-Motoren und Deutz-Trecker-Spezialist. Alles sehr interessant anzusehen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Video.